Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Satisfactory mit Voucher und mit Frau Alderle. Schön, dass ihr zurück seid. Ich habe es ein bisschen laufen lassen. Ich hoffe, dass da jetzt einiges zusammengekommen ist. Oh ja, ich habe es wohl ein bisschen mehr laufen lassen, als ich es wollte. Aber ich musste tatsächlich auch was unternehmen, beziehungsweise erledigen. Das ist ziemlich cool einfach. Wenn du einen Platz hast, wo du nicht angegriffen wirst, kannst du halt wirklich einfach schöpfen. Ich nehme mal 200 mit. Ich brauche noch 200 für Caterium. Und lasst es aber jetzt hier stehen und laufen, ne? Würde ich sagen, Leute. Das darf einmal voll durchlaufen. Wie viel Sprit habe ich denn? Wo ist denn die Kiste hier? Ja, guck mal. Das läuft eine ganze Weile. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir hin müssen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Einmal kurz da runter zu, war das, ne? Der hier. Gut. Jetzt bin ich gespannt, wie ich da runterkomme oder ob ich am besten. Also das überlebe ich, oder? Jo, da hat es jetzt gar nichts gemacht, Leute. Ich bin gespannt, wo uns der Weg heute hinführt. Weil dann können wir in der Mam nämlich da ein bisschen was rausforschen für uns. Da sehe ich einen Vorsprung, auf den hüpfe ich jetzt mal. Gut, es hat ein bisschen wehgetan. So. Ja, wir können natürlich die Kerzen gerade direkt hinlaufen, aber ich kann ja auch mal hier über den Rand linsen. Sehr geil. Ja, gute. Wir sind ja keine Kinder von Traurigkeit. Ist schon alleine die Tatsache, dass das halt geht. Caterium wird doch hoffentlich nicht besser bewacht sein wie. Oh. Okay. Ich suche einen Weg nach unten, ohne. Ha, da vorne ist Wasser, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt. Ich traue mich nicht mit den Dingern hier, weißt du? Ich weiß nicht, ob die dann bis nach unten reichen. Wenn ich irgendwo ins Wasser hopfen könnte, wäre es auch eine coole Geschichte. Auf der anderen Seite will ich ja natürlich. Oh, ist hier die Welt zu Ende? Sieht so aus, gell? Komm, ich muss es ja probieren. Ich nehme meine Vierer Foundation-Dinger. Mache vertikales Bauen rein. Und. Da wird halt jetzt. Ey, das war mir auch nicht klar, dass ich es halt mal geschwind von hier. Hey, ist ja super. Ey, das war mir gar nicht so bewusst, dass ich es. Da mache ich ja in Zukunft halt jetzt auch nicht mehr rum, ne? So, einen setze ich noch drauf. Dann gehe ich auf die kleinen. Den würde ich gerne hier ansetzen. Und ich supe den. Aber. Naja, gut, ist nicht so geil. Gerade geworden. So. Jetzt komme ich schon mal runter. Jetzt baue ich das gleich noch so, dass ich wieder hochkomme. Falls ich mal von der Seite an. Anschieß. Machen wir den Vierer hier hin. Für die Schräge muss ich aber kurz rein. Die habe ich noch nicht rausgezogen. Zack. Und. Wollen wir den da draufsetzen? Ja, und schon bin ich wieder oben, weißt du? Fertig. Und jetzt einfach nur noch eine Leiter runter. Ist fast so hoch wie mein Weltraumlift, ne? Kriege ich denn die Leiter einfach. Na, die haben wir doch hier auf die 5. Kann ich da irgendwas umschalten? Nee. Digga, ich wollte die schon. Oh, nee.
nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich dachte, das war's wieder. Wahrscheinlich muss ich jetzt eh gleich wieder hoch, weißt du? Sind wir unten? Ey, wir sind unten. So, Leute. Ich wette ja, dass man überall hinkommt, ohne das Gebaue. Ich wette was. Ich bin aber schon an Ort und Stelle. Ei, hier sind so komische Böbel. Wo ist denn das Katerium, bitte? Nicht unter Wasser, oder? Was ist denn das? Da muss ich jetzt hin. Ich habe noch ein paar Bärchen, ne? Ist nicht so, dass ich nichts mehr hätte. Gib mir mal meinen Becher. Gib mir mal meinen Becher. So, also irgendwo da hinten ist das. Jetzt gucken wir uns erstmal den Bollermann hier an. Hallo, bist du eine Alien-Technologie? Boah, die machen Damage. Kann ich die zerstören? Ja, kann ich. Oh, die macht aber Damage. Ach, Krabbenüberreste. Samples of unknown alien species acquired. It is unclear where on the flora or fauna spectrum it lies, but initial data suggests this might be a nest or an egg. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Ist aber nicht da hinten drauf, ne? Das Problem ist, ich habe kein Bio, keinen zweiten, falls ich wieder 60 brauche, ne? Doch, ich hätte noch die Mats. Jo, super, ich such's, hier ist es, ne? Oder? Ne, das sieht eher aus wie Schwefel. Ist das eine Schwefelnot, oder? Ne, ist nur ein Abbauer. Ich mach da jetzt nicht mehr rum, da außen rum fischen oder irgendwas. Für mich gibt's jetzt bloß noch den direkten Weg ab heute. Zack. Also das muss ich sagen, gefällt mir so viel besser. Alternativ, ohne die Leitern hätte man natürlich immer ein Ding bauen müssen. So einen großen Turm, ne? Aber so finde ich es ganz cool. Warte mal, das habe ich jetzt... Ne, der geht bis zur Erde runter, passt schon. Schmupp, hallo. Wo ist denn... Ach, die ist da hinten drauf. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Dass die da hinten drauf ist. Weil... Oh, ich wollte eh übers Wasser gucken. Das ist gut, gefällt mir. Ja, mach das mal dahin, damit es gleichmäßig aussieht. Gönn dir den Einser im Zubgebaue. Machen wir den mal dahin. Weißt du, du musst halt später überlegen, wir kommen ja vielleicht sogar mit dem Auto mal irgendwann hin, ne? Man weiß es nie, man weiß es nie. Im Moment bin ich aber eher fußlastig unterwegs, wie man sieht. Ich muss halt immer Materialien mitnehmen in Zukunft. Zack. Und da drüben will ich auch vorbeigucken noch, ne? Da zupen wir uns auch gleich noch rüber. Wo bist du? Die sind selten, glaube ich, ne? Eine Reine wieder. Haben wir aber jetzt echt Gas gegeben mit den reinen Dingern. Also pass auf, dann baue ich mir jetzt hier auch das Ding auf. Wir beginnen damit, eine Biomasse aufzusetzen, bis wir das Ganze später dann ordentlich mit Freileitungen beliefern können, ne? So. Der Biomasse, dem ist es egal. Den setze ich einfach mal hier so hin. Auch schön, wie dann so die Säulen hier gezogen werden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann will ich es natürlich abgreifen. Also ich wette, wenn ich da jetzt reinfliege, bin ich weg, ne? Dann kann ich nochmal herlaufen. Gott, das ist so der Rand der Welt. Ja, aber da drüben ist doch nicht der Rand der Welt. Hier ist doch noch mehr. Da ist doch noch mehr. So, pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Lagercontainer muss hier hin. Und natürlich ganz normal
ein MK1 für den Aal. Und ein Bändchen von hier nach drinnen rein. Achso. 120er und ein 60er Band ist immer so Geschichte, ne? Wenn man vielleicht hier einfach das 2er, dann liefert er schneller rein. Eigentlich gehört es halt so. Ist auch egal, ist auch egal. Für das, was ich gerade mache. So, my friend. Bams. Und einmal Bams. Und die Maschinerie läuft ein. Der MK1 produziert uns jetzt hier 120 Gaterium in der Minute. Komm, zeigt euch. Zeigt euch. Brauche ich einen Kaffee. Brauche ich einen Kaffee. Brauche ich einen Kaffee. Kommt ihr raus? Hallöchen, Popöchen. Weil da sollte man ja dann auch später, wenn wir die Barren entdeckt haben, Barren herstellen. Ne? Jetzt lassen wir das ein bisschen laufen. Dann können wir nämlich da auch gleich wieder was mitnehmen. Und wir versuchen mal, hier rüber zu kommen. Am Rande des Abgrunds. Hier würde ich aber gerne etwas filigraner. Oh, guck mal, das liegt sogar in unserem Grid. Der letzte Shit. Es liegt in unserem Grid. Der letzte Shit. Ja, machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Supen es einmal hier rüber. Bumm. Kann man ja nachher zweispurig machen, ne? Gott sei Dank habe ich ein bisschen Mats mitgenommen. Normalerweise wäre ich so der Typ, der eben die Mats vergisst, die er braucht. Kann sein, dass wir zu wenig Energie gleich erzeugen. Je nachdem. Machen wir es erstmal so. Es sind auch noch solche Dinger. Hey, hier hinter sind so kleine Inseln, auch, weißt du? So. Nee, ich will es schön haben. Machen wir erstmal mit einer Leiter. Ich weiß nicht, ob ich da jemals mit dem Auto hinkomme, weißt du? Jetzt gucken wir uns erstmal oben um. Okay. Dürfte mit einer 1er und mit einer 2er, aber dann komme ich hier super knapp, ne? Obwohl, mir ist es ja wurscht, wenn ich hier direkt draufballer, ist es schon recht. Hätte auch eine 2er getan, aber ist okay. Hallo? Kriege ich hier eventuell nochmal eine Festplatte? Schrauben 120, Bettung, Rotor. Ich sammle mal ein, ich kann ja drüben was in den Container schmeißen, bis wir wieder herkommen. Hier, Leute. Ist gar kein Strom. Hier ist wieder Festplatte. Habe ich schon zwei. Ah, zumachen kann ich es nicht. Hätte ich das vorher nehmen können vielleicht? Hey, das da hinten ist auch noch Map. Ah, okay. Ich gucke jetzt auf meinen Fahrstuhl. Ja, in die Richtung ist im Prinzip... Was habe ich denn da markiert, Mensch? Wahrscheinlich nur mal Katerium, ne? Wahrscheinlich war es das mal. Das heißt, hier unten ist einfach die Map vorbei, glaube ich, ne? Aber ich bin nicht so sicher, wenn ich so gucke. Aber das gefällt mir mit den kleinen Zwischenstationen hier. Das ist richtig cool. Die Frage ist, ob ich jetzt hier noch mehr mitnehmen wollen würde oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich will ich heim und will das Zeug entdecken. Mamacita-mäßig, weißt du? Normalerweise müsstest du jetzt hier wirklich eine Autostrecke bauen. Hier rüber, dann hier rüber und dann bist du auf dem Bereich, weil da ist ja bestimmt auch irgendwas.
So, ich sammle das jetzt ein und dann entscheiden wir gleich ganz spontan, was ich alles mitnehme, ob ich was hier lasse. So, vom Ding her sehe ich jetzt nichts mehr. Ich glaube, das Wichtigste sind halt auch die Festplatten, ne? So, Leute, Träumchen wird wahr. Katerium, wie genau funktionierst du? Ey, Alter. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft wieder Rampen bauen. Verstehst? Rampen? Lädt auch zum Baden ein hier. Schöner Spot. Schöner Spot. Und vor allem wunderschöne Strukturen so mitten im Nirgendwo. Dab, dabidu. So, jetzt gehen wir gleich aufs Auto rüber, ne? Das habe ich ja normal noch bautechnisch dabei. Ey, rotter das hier rein. Da brauchst du ja keinen Kopf machen. Pack mal einmal voll. Aue, von wegen Auto. Ja, Auto schon, aber nicht von hier, ey. Moment, der Lift ist da hinten. Wir gehen jetzt einfach mal Richtung Weltraumlift, würde ich sagen. Und sobald wir sehen, dass wir freie Fahrt haben, schmeißen wir das Auto an. Milestones. Ey, wir haben so viel zu tun noch. Das ist ja Wahnsinn, was alles drin ist. Aber ich muss sagen, das ist eine willkommene Abwechslung, wenn du mal so einen kleinen Prozess, ein kleines Prozesspäusle brauchst, ne? Das Coole am Lift ist halt, wenn du den an dem Hauptumschlagplatz hast, siehst du immer, wo du hin musst, ne? Brauchst nicht mal einen Kompass, du siehst einfach optisch da hinten. Komm, bau dir die Kiste geschwind auf. Ne, nicht die Station, Digga. Nicht die Station, einfach nur der Schlepper. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Sprit. Ja, das wird doch reichen bis heim, oder? Schlepp ma's mir, schlepp ma's mir. Leute, meine andere Frog. Ach, den habe ich aber nur falsch umgesetzt. Hier muss ich hin. Ich dachte gerade, ist auf einmal der Lift weg. Wir haben auch bei uns übrigens noch eine kleine Bettungstelle, ganz in der Nähe von unserer Mam. Da könnte man vielleicht noch eine zweite Bettungproduktion machen. Boah, fahr mal hier runter, das sind Träumchen, das Eckle hier. Philipp! Outsider hier, my friend. Das ist so, du hast so dieses Gefühl von Freiheit, wenn du hier rumcruist. Und Sprung, mein Freund! Willkommen zu Hause halt, weißt du? Sehr, sehr schöner Ausflug war das mit euch, Leute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, gell? Mama mia, ich bring dir neues Schala zum Freischalten. Ich liebe es, wenn das Ding bremst. Ich könnte es den ganzen Tag anschauen, ohne Witz. Pass auf, pass auf, pass auf. Au, oh, wer hat denn diese wunderschöne... Ey, die würde dann oben rausgucken. Okay, Mann. Andere Frage, wenn ich das jetzt hier so durchziehe, das Konzept, und ich habe Bock, den oben als Abschluss zu setzen. Einfach so. Ich nenne diesen Umschlagplatz Uldua. Das Land der Maschinen. Au! Monk? Er wird immer enger für dich, ne? Vielleicht. Er weiß ja, er läuft aber auch nicht außenrum, nö. Durch meine Schraubenproduktion, Digga. So. Lassen Sie mal eine schauen, lassen Sie mal eine schauen. Nehmen wir den Schwefel hier raus, nehmen wir mal das Katerium hier mit rüber. Geht nicht, geht nicht. Haben wir nicht. Ah, die müssen wir aber auch entdecken, ne? Die Keilerüberreste, die können hier rein. Mycelium, Kupfererz kann erstmal hier rüber. Die Schnecke kann hier mit rüber. Erstmal. So, Leute. So, schauen wir mal hinein. In die Mama-Dastisch. Was war hier noch? Hier, die Krabben, ne? Die wollten wir noch entdecken. Eine von eins. Zack, hauen wir es direkt durch. Bitte sagen Sie was dazu, liebe Mom. The remains researched belong to a plant-like organism hosting the larva of the flying crab, the most mature of which hatch when threatened.
Hatcher remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Okay. Ey, wir haben aber den Bereich schon 45% erforscht hier, ne? Was kommt denn jetzt hier so? Proteininhalator, medizinischer Inhalator. Könnte man dann demnächst mal... Da mache ich mal irgendwann eine Runde, wo ich uns wieder 3-4 auf einschlage, ne? Strukturanalyse. Dann Inventarkapazitätsvergrößerung. 6 Inventarplätze. Ich meine, für ein paar Kabel, weißt du? Hier nochmal. Also das sollte man auf jeden Fall. Erkenne feindliche Lebensformen. Scannbares Objekt. Nicht uninteressant, würde ich sagen. Festplatten. Okay, pass auf, die machen wir aber jetzt gleich hinten dann als letztes, weil sonst komme ich durcheinander. Hier ist ja nichts mehr irgendwie Neues von uns. Katerium. Nehmen wir mal erst Schwefel. Das war ja der eigentliche Hauptgrund. So. 25 Kohle. Scheiße. Ich habe gerade durch Zufall was gesehen, was ich aber noch üben muss. Ne, hier hopfe ich doch immer so krumm drüber. Wie habe ich das jetzt gemacht? Mit C, glaube ich, gell? Achtung. Geht aber nur mit viel Anlauf, ne? Aber irgendwie total gut. Da muss ich ein bisschen üben. Die Tasse erwische ich schlecht. Kohle habe ich geholt oben. Zack, sind wir schon wieder zurück. Boop, habe ich euch wieder dabei. Seid ihr wieder da? Schön. Gut, wir schalten frei. Schwarzpulver. Jetzt. Analyse von Schwarzpulver abgeschlossen. Bitte wähle einen neuen Knoten aus dem Baum aus. Gleich. Research completed. Black powder recipe unlocked. New sulfur research available. Neue Schwefelforschung verfügbar. Splitternobelisk. Das Gewehr? Ein Schnellfeuergewehr mit hoher Reichweite, eigens entwickelt, um angemessene Leistung innerhalb des vorgesehenen Arbeitsbereichs zu erbringen. Gewehrmunition. Okay. Ha. Ah ja, da müssen wir schon ran. Das hier wäre mein Träumchen. 50 Schwarzpulver. Schwarzpulver habe ich jetzt freigeschalten, ne? Lass mal kurz gucken. 50 Schwarzpulver. Dann könnte man morgen direkt die Sprengung machen. Und dann sind wir da schon mal clear. Ich will aber die Autobahn bauen. Ist das hier nicht dabei? Ich sehe es jedenfalls nicht. Aber wir haben es freigeschaltet, ne? Oder ist es hier? Ja, hier ist es. Okay, 1:1. Ja, die kann ich ja vorbereiten. Dann können wir das mit dem Schwarzpulver. Okay, das machen wir jetzt. Pass auf, dann gehen wir jetzt mal ganz... Vielleicht mache ich das aber auch gleich noch. Gehen wir mal Katerium. So, dass ich mein Drehtle hier kriege für die Freileitung, weißt du? Analyse von Katerium-Barren abgeschlossen. Bitte wähle einen neuen Knoten aus dem Baum. Research completed. Katerium ingot recipe unlocked. New Katerium research available. Gut. Als Belohnung kriege ich Turbodraht und neue Shop-Produkte, ne? Wenn ich die Barren herstelle. Das heißt, ich bräuchte wahrscheinlich... Bin gespannt. Jo, das sind sie mal einfach. 45 pro Minute. Was haben wir da, eine reine gehabt, Leute? Ja gut, aber dann könnte ich ja mit 3 Maschinen direkt Barren pressen. Oder wir machen, aber ich brauche ja die Erze wahrscheinlich so einzeln nicht mehr, ne? Jetzt überlege ich gerade, ob wir das noch auf die Beine stellen kurz. Weil das hier ist ja das, was ich gerne freischalten würde. Ey, aber 50 Barren kann ich ja, sind ja gleich gepresst, ne? 15 pro Minute nehme ich zwei von denen mit. Strom haben wir ja durch das Ding drüben genug. Nehmen wir 2 Schmelzen mit. Dann gehen wir gerade den Weg nochmal zurück. Gehen wir nochmal den Weg zurück. 2 Schmelzen. Schwefel für die Schwarzpulverproduktion für die 50 habe ich.
Dann machen wir das jetzt noch kurz. Ich hole nochmal 50 Kohle geschwind. Das ging recht schnell. Das ging recht schnell. Das läuft da ziemlich gut durch. Genau, jetzt zurück im Schwefelbaum. Möchten wir gerne ihmchen hier. Ich könnte mal sogar das noch sprengen. Das wäre natürlich eine geile Geschichte. Ich mache das mal mit der Forschung hier. Nee, kein Update machen jetzt. Ich bin noch mittendrin. Junge, Junge. Bestätigen. Detonator and basic nobilisk unlocked. Most obstacles can be cleared with the basic nobilisk. It is most effective against organic material and is able to destroy small boulders and porous rock. Deployed nobilisks will stick to the first solid surface they touch and cue on the universal detonator. If you do not recall the order in which you deployed the nobilisks, remember Fixit does not take responsibility for any harm caused due to human error, even if those errors are genetic. Okay. Ich habe mal eins gebaut. Und der Zünder brauche ich dann wahrscheinlich auch noch, ne? Ach, der verwendet das Gerätle dann. Muss ich dran denken. Das heißt, ich habe jetzt ein so ein Dingelchen. Die Festplatten wollen wir noch machen. Ich habe jetzt den Nobiliskenzünder. Das Zeug habe ich alles dabei. Das habe ich drüben. Müsste dann normalerweise funktionieren, ne? Ich habe sogar zwei. Okay, jetzt nochmal für uns. Wenn ich jetzt rübergehe, zwei Schmelzöfen aufsetze, die mit dem Biokraftwerk verbinde, kann ich die Barren machen. Ich brauche 50 Barren, um hier weiterzukommen, ne? Im Baum. Die 50 Barren würde ich noch machen mit euch. Die Festplatten machen wir jetzt gleich und dann gehen wir noch sprengen. Und dann haben wir heute wirklich einiges geschafft, finde ich. So, gehen wir mal in die Festplatten rein hier. Okay, der scannt die 10 Minuten lang. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir, wenn wir unterwegs sind, das trotzdem alles mitkriegen, ne? So, Leute. Jetzt brauche ich aber ganz kurz, das muss ich jetzt irgendwie mal schaffen. Das war der Punkt, ne, wo ich meine Ding aufgesetzt habe hier. Wenn ich jetzt hier eine Kartenmarkierung setze. Und ich nenne das mal Katharina. Oh, Leco Mio, was habe ich denn da geschrieben? Egal, ich lasse es mal so. Icon auswählen. Ich nehme das Zeichen für die Mitte. Ich nehme irgendwas. Farbe auswählen. Markierung auf Karte groß. Markierungssichtweite auf Kompass unbegrenzt. Deswegen habe ich es aber letztens nicht gesehen, wo ich es gemacht habe. So. Weißt du? Ja. Fetz mal los. Haben wir noch Sprit? Ja, nicht mehr allzu viel, aber ich kann ja auch mit ganz normalem Gras. Katharina, Katharina. Ich komme angeschossen. Ich stehe auf deine Sommersprossen. Katharina, Katharina. So. So be it. Katharina. Ja, doch, 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 doch. Wir sind hier irgendwo. An dem bin ich vorbeigekommen. Am Schwefler auch. Ich erinnere mich da sogar noch ein bisschen dran. Hier ist die Production. Und wo war der Weg rüber? Dann muss er ja auch hier gewesen sein. Ah, ne, dann ein bisschen weiter drüben noch. Okay. Katharina, Katharina. Okay, Leute, Festplatte ist am Laufen. Das Schwefelthema, das ich erledigen wollte, haben wir so weit erledigt, dass wir jetzt eigentlich sprengen können. Wenn das klappt, das machen wir heute auch noch. Und dann können wir morgen die Barren reinballern und gucken, was da draus geworden ist. Genau, aber das ist kein Fallschadengebiet, da kannst du einfach runter. Au, habe ich da überhaupt genug Platz? Ja, natürlich habe ich genug Platz. Ajo, natürlich habe ich genug Platz. Ich habe mehr als genug Plätzchen. Jetzt habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass wir hier auch tatsächlich schon in die Produktion gehen. Mach mal den Einser. Ich brauche zwei, gell? Gut, dann lass doch hier ein bisschen rüberlappen. Dann kannst du die Maschinen schön setzen. Dann musst du den Container wahrscheinlich nochmal neu.
Ja gut, aber ich möchte der, aber den kann ich jetzt nicht einfach abbauen. Das gibt nur böses Blut. Ich hätte nur die Maschine ins Grid setzen müssen. Pass mal auf, ich mache mal das weg. Ich mache mal den weg. Supe mich einmal kurz hier hin. Dann würde ich ihn nochmal neu setzen. Genau. Das müssen wir überlegen, ob das so bleibt. Zwei Stück habe ich gesagt, ne? Möchte ich mal aufsetzen im Moment. Also. Dann bitte einmal den Schmelzer Nummer 1. Ist das ungefähr? Den zweiten hier. Dann nehmen wir. Ich komme mit. Ich kann eigentlich das große Band nehmen, ne? Ich überlege gerade. Das ist das schwere Band. Dass er nicht läuft, ist ganz okay. Dann brauche ich einmal den Splitter. Hier hin. Und nochmal das T2er Band einfach hier hin, auch wenn ich es nicht unbedingt brauche. So. Und die produzieren mir 15 pro Minute und 15 pro Minute. Und wenn alles klappt, lasse ich die dann später hier ausgeben. Hier mit dem Bändle. Mit dem Bändle komme ich dann hier. So, und weil es jetzt halt einfach im Weg steht und ich es jetzt noch nicht leer machen will. Aber ich könnte ja jetzt theoretisch auch erstmal ihm hier rein verbinden, dass der sich leer läuft. Ne? Dann kann ich den da erstmal leer machen. Das mache ich jetzt vielleicht schon. Findest du deinen Weg? Findest deinen Weg. Wenn der nämlich leer ist, können wir ihn gleich wieder abbauen. Aber wenn der jetzt hier ein Zweierband gebaut hätte, wäre es schon leer. Zack. Meine Lieben, das macht so Laune, das Spiel. Und gerade jetzt, wo ich bemerkt habe mit den zwei Exploration-Runden heute Morgen, ich muss es mehr auf meine Art halt einfach spielen. Man kommt dann schon irgendwann in den Modus, wo man denkt, ah, jetzt will ich das noch freischalten und das freischalten und Progress und so. Wenn ich das komplett abstelle, fühle ich mich in dem Spiel pudelwohl. So, jetzt brauche ich natürlich Staromi. Stromomas, Phantomas. Du, mein Freund, gönnst uns. Es snappert er hier nicht. Warum? Weil. Da einen. Von hier gönne ich mir einen mal hier hin, weil da gehen wir später dann eh weg. Dann hauen wir ihmchen wieder an. Und natürlich ihmchen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch viel mehr baue, aber das kann man ja dann später nachziehen. Okay, jetzt werden die Barren produziert. Parenga und Katsenga. Im Moment sammeln sie sich natürlich in der Maschine und jetzt habe ich das Problem, dass die so schnell nicht leer wird, die Kiste hier. Jetzt muss ich leider einmal ganz kurz abbrechen. Das wird sonst nichts. Wie komme ich denn in den Container? Unten rum am besten. Unten rum am besten. Geht jetzt nur ums Leermachen. So, und dann habe ich ja hier meinen Ausgang. Der soll dann hier rein. Nein, das ist jetzt gerade blöd. Das ist jetzt leider gerade doof.
aber nichts. Das mache ich dann nachher. Schön. Das mache ich dann später mal schön, Leute, ja. Da reicht das Einserband, oder? Wie halt dann. Guck mal, da kommen unsere ersten Barren. Es sieht wirklich aus wie Goldbarren, Leute. Im Moment alles noch ohne ihm, ne? Das Problemchen ist nur, dass das nicht so schnell leer läuft, wie ich es mir jetzt gedacht habe. Das heißt, ich komme die Tage nochmal hierher, dann passiert Folgendes. Ich werde das ganze Geschnörksel abbauen, werde ihn stinknormal aufsetzen. Sobald wir die Freileitungen haben, ziehe ich vom Kraftwerk Strom hier rüber. Und dann kann er die 120 pro Minute produzieren. Und die zwei machen erstmal aus den 120, machen die erstmal 90 Verbrauch hier. Und dann habe ich da noch einen kleinen Überschuss, vielleicht eine dritte Maschine dazu, die ich dann nicht ganz auf der Taktung laufen lasse. Muss ich mal gucken. Wieso bist du nur auf 90% Stinger? Warum seid ihr nur auf 90%? Weil ich 120 anliefer, gell? Okay, die Analyse ist fertig. Von der Festplatte, dann können wir uns die auch... Wir sind jetzt schon wieder 10 Minuten rum. Wie schnell geht denn das bitte? Naja, also das hier, wenn leer ist, baue ich ab. Dann ziehe ich da das ganze Ding mit einem Mercher schön, den ich aber sowieso schon mal setzen könnte. Brauchen wir hier auch. Merchy. So nennen wir den Mercher, wenn der Fusionator heißt. Warte mal. Habe ich ihn irgendwo hingemacht, aber ich weiß nicht wo. Einfach nicht auf engem Raum bauen. Ja, aber das ist auch jetzt entstanden, weil ich dieses Geschnörkel hier fabriziert habe. Jetzt schießen auf jeden Fall unsere Barren so rein, wie sie braucht. Die Maschine. Ja, also hier haben wir eine Ausgangslage von 15. Hier 15 sind insgesamt 30 auf einem 60er Band und die schlittern jetzt hier rein. Und da haben wir jetzt auch unsere Zielbarren für die Freischaltung, 50 Stück. Und hier haben wir nochmal 89 jetzt. So, das läuft. Das läuft, Leute. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz überlegen. Hatte ich noch irgendwas jetzt überlegt? Die Sprengung, Leute, es wird zu knapp. Wir pressen jetzt nichts. Weißt du, was wir machen? Da die Sprengung jetzt morgen stattfindet, dann machen wir das Thema morgen kompakt. Wir sprengen morgen. Das heißt, wir können drüben die Kohlenot dazu nehmen zum Kraftwerk. Dann wären wir da ready zum Ausbau. Dann wäre witzigerweise für mich noch interessant... Das Kraftwerk daheim sollte man auch so weit machen, dass wir es verdoppeln können. Das war ein Plan. Und wir gehen morgen einstiegs der Folge her, schauen, was die Festplatte macht, analysieren die zweite, schalten die Barrengeschichte mit Caterium frei, gucken, wie wir das mit dem Draht anstellen. Und wenn ich es richtig sehe, können wir auch die Stahlproduktion freischalten morgen. Dann bereite ich das vor und dann kann es sein, dass wir diese Stahlträger bauen, die wir brauchen für die nächsten Geschichten. Und das lasse ich jetzt einfach mal zulaufen. So machen wir das, Leute. Dann würde ich jetzt gar nichts reinpressen, weißt du? Dann zische ich jetzt gemütlich heim, bereite unsere Folge für morgen vor. Und dann haben wir da wieder jede Menge Content, der morgen auf uns wartet. Freue ich mich sehr drauf. Meine Lieben, in dem Sinne, bis morgen.